So, das ist sozusagen jetzt gerade mein Crisis-Ersatz. Ja klar, unsichtbarer Gegner und ich denke, der wäre von unten. Da muss ich gleich weinen. Mein Gott, scheiß Wichser. Hat der gerade Saraza gesagt? Okay, legen wir los. Such du Wagen. Schlagen wir diese Bastarde mit ihren eigenen Waffen. Bap, 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 bap. Baby, wa? Diese Musik, Mann. Die gefällt mir besser irgendwie als bei MW3, aber naja, mir gefällt fast alles mehr als bei MW3. Wir waren noch gerade eben irgendwo Munikisten. Egal. No, da komme ich gar nicht hoch. Oh, sorry, Crosby. Eine Shotgun. Diese Anlage ist unterhalb vielleicht noch größer. Kraken, hier Section. Oberflächeninstallation ausgeschaltet. Rücken vor, um Sekundärgebäude zu untersuchen. Sprengen. Zurückweichen. Geschütz zerstört. Gute Arbeit, Mann. Okay, gut. Pass auf, wo du hintrittst. Die Flut kann Schäden verursacht haben. Gut zu wissen. Shit.
Wow, I got the move, I got the move. Die Mauern war nur eine Ablenkung. Die Mauern sind mehrere Meter dick. Drinnen ist kein Empfang. Sag Briggs Bescheid, wir gehen rein. Kraken, hier Harper. Bestätige Technologieeinrichtung unter dem Tempel. Fordere Räum- und Eindämmungseinheit für unsere Position an. Achtung, Kommunikationsausfall im Innern erwartet. Kraken bestätigt. Bodenteam rückt zu sofortigem Einsatz aus. Geschätzte Ankunftszeit folgt. Oh ja, der Egoist zieht natürlich nur sich selber den Mantel an. Salazar, aufmachen. Ah ne, der heißt Salazar. Unsere Techniker müssen das analysieren. Zieh den Anzug an. Sie werden dich kaum sehen. Gut. Auf mein Ziel. Nee, euch wollte ich auch nicht gerne hier haben. Schaut doch mal an, was ihr hier alles anrichtet. Ihr zerschießt hier Technologieeinrichtungen ohne Ende. Ich hab keine Muni mehr. Noch eine AGB. Das ist ein 3D-Fabrication-Labor. Waffenkomponenten, kleine Waffen, so ein Zeug halt. Cordestie stellt sich wohl auf einen längeren Krieg ein. Woods hat uns verraten, wie viel Reichtum ein Enders angehäuft hat. Jemand ist hier. Er hat in Waffentechnologie investiert. Okay, ich muss mal weg. Ciao, Leute. Hey, Leute, da bin ich wieder und... Ich spiele jetzt nur noch ein bisschen weiter bis zum nächsten Checkpoint oder was weiß ich. Bitte, nicht wehtun! Okay, loskommen! Dieses Labor hilft einem Terroristen. Reden Sie schon oder ich tue Ihnen weh. Mein Name ist Eric Briner. Ich bin Magnetometrist. Okay. Und was will Menendez von Ihnen? Ich soll das Celerium verarbeiten, eine neue, seltene Erde, die jegliche Mikrochip-Technologie überflüssig machen wird.
Sie kommen. Bringen Sie mich lebend hier raus. Ich gebe Ihnen alles. Runter! Ich wollte es doch gar nicht aufsammeln. Dieses einzelne Gerät hat mehr Rechenkapazität als ihre gesamte militärische Infrastruktur. Im Labor hieß es, dass Menendez es für einen groß angelegten Cyberangriff verwenden will. Ich hörte von etwas namens Karma. Das muss der Name der Cyberwaffe sein. Wenn Menendez einen Celerium-Wurm zum Angriff einsetzt, gäbe es nichts, was ihn aufhalten könnte. Selbst ich nicht. Harper, Statusbericht für die Unterstützung! Hinter uns! Feindkontakt! Man kann nicht mit der Ankunft des Extraktionsteams rechnen! Verteidigungspositionen! La 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 la. So, ja, war natürlich jetzt relativ scheiße. Dieser Typ generell ist auch relativ scheiße, muss man dazu sagen. Fairness halber. Und es ist natürlich wirklich. Section, Ihr Team kann abrücken. Es ist Briggs. Nicht schießen! Das ist das Extraktionsteam! Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Ich denke, die Mission war ein Erfolg. Admiral Briggs, schön, Sie zu sehen. Ebenso, Section. Was auch immer Menendez plant, Celerium ist der Schlüssel. Endlich sind wir diesem Bastard einen Schritt voraus. Er ist nur ein Mann, Admiral. Er will Sie glauben machen, dass er mehr ist. Aber er ist nur ein trauriges Abziehbild eines Mannes. Oh, das hat aber schön gesagt. So, gut, an dieser Stelle beende ich mal. Wir haben wieder 2 neue Achievements bekommen. Bis zum nächsten Mal, wieder in der Vergangenheit. Ciao, Leute.